Hallo zusammen, ich grüße euch hier zu einem weiteren Video auf YouTube und zwar heute gibt es schon direkt das zweite Video über Steppen und zwar haben sich die große Mehrheit von euch auf Instagram ein zweites Video gewünscht, wo ich quasi nochmal speziell das Spiel erkläre, einmal hier jetzt im Light Paper, also ein bisschen sozusagen das schöne White Paper würde ich sagen und dann im zweiten Teil dieses Videos dann wirklich nochmal im White Paper, also wirklich im etwas unschöneren Teil, aber wirklich, wo dann klipp und klar alles drinsteht, was auch gerade noch under construction ist, also gerade quasi noch entwickelt wird von dem Steppen Entwicklerteam. Und genau, erstmal gehen wir rein, Steppen Light Paper. Erster Schritt, what is Steppen? Steppen is a Web3 Lifestyle App with Social, Fi and Gamify Elements. User equipped with NFT sneaker, walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new sneaker. Player can choose to lease or sell their NFT sneaker on the in-app marketplace. Users GST earnings are stored in the in-app wallet, which has a built-in swap function. Okay, einfach gesagt, es ist ein Game, ein Social Fi, also es hat soziale Elemente drin und es hat spielerische Elemente drin und zwar indem ihr NFT Sneaker kauft und mit denen dann lauft, joggt oder rennt. Gibt wie gesagt unterschiedliche, da gehen wir dann gleich nochmal im White Paper im Detail drauf ein und könnt dann eben die GST verdienen, die In-App-Währung, auf die Währung Tokenomics gehen wir auch nochmal zu sprechen und könnt dann eben die Sneaker upleveln, also quasi besser machen, dass ihr dann quasi mehr verdient und der Spieler kann dann quasi am Ende entscheiden, behält er sie, verkauft er die NFTs, weil es gibt eben auch einen In-App-Marketplace und natürlich die GST ist eine Kryptowährung, wo werden sie gehalten? Natürlich in der In-App-Wallet quasi, wo man eben auch eine Swap-Funktion hat. Also man kann In-App quasi Solana swappen. Wie gesagt, das Spiel ist auf der Solana-Blockchain entwickelt, also ist Solana die Grundwährung, mit der man dann quasi auch, mit Solana kauft man dann auch die Sneaker auf dem Marktplatz und kann dann eben quasi auch Solana swappen in GST oder GMT, was die Token genau sind, komme ich nochmal genauer zu sprechen. Und genau, kann dann eben zwischen diesen drei rumswappen. Ich glaube, USDC müsste es auch noch sein. Kann man, glaube ich, noch nicht direkt swappen, aber wir sind eh noch in der Beta-Phase, also vieles ist eh noch nicht 100% sicher und in Stein gemeißelt. Hier, wie profitiert Steppen? Die Frage war natürlich da. Und zwar Steppen zieht natürlich immer, sorry, eine kleine Gebühr aus allen In-App-Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Trading, Shoe-Minting oder Shoe-Rental, was noch ein weiterer Step ist, das sehen wir jetzt auch gleich im Lightpaper schön, was quasi die nächste Neuerung ist, die meiner Meinung nach auch Steppen echt nochmal richtig attraktiv macht als Game. Wir kommen aber auch noch zu sprechen, es ist ein bisschen weiter unten. Also mit den drei, da erhebt quasi Steppen immer Teil Gebühren, verdienen dadurch und alle Assets in der Steppen-App gehören natürlich, es sind NFTs den Individuen, also mir zum Beispiel gehören meine zwei Sneaker, jemand anderen gehören seine Sneaker, ist wie gesagt, das ist ja dieses Thema NFT, wo man ja wirklich schön nachweisen kann, eben in oder dank der Blockchain, dass mir genau dieser Sneaker jetzt gehört. Und ein Großteil der Earnings, also was quasi Leute in der App verdienen, kommt von Usern. Also quasi ist jetzt nicht so, dass Steppen sich groß verschuldet oder so. Also sie generieren also einen Großteil von dem Geld, was eben die User an Gebühren dalassen, schütten sie eben aktuell jetzt auch an die User dann aus in Form von GST-Rewards, wenn man eben quasi dann läuft. Carbonneutralität, da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Natürlich ist es besser, wenn man läuft und nicht Auto fährt. Hier sind noch ein paar weitere Schritte, genau, was ist ihre Mission? Inspire millions to a healthier lifestyle, connect them to Web3 and combat climate change. Ist meiner Meinung nach eine sehr schöne Mission von Steppen, was das Projekt hat. Und es ist auch echt cool, weil du schaffst es wirklich, diesen Anreiz, dass Leute einfach Coins verdienen können, die dann quasi umgerechnet auch Euro irgendwie sind, wirklich als Anreiz nutzen, um dann wirklich rauszugehen, zu laufen, vielleicht kleinere Strecken, die man sonst mit dem Bus oder der U-Bahn zurückgelegt hat, einfach zu Fuß zu laufen. Und von daher mega, mega smarte Mission. Taugt mir schon mal. Jetzt kommen wir zu den zwei Token, die es gibt. Es gibt einmal den GMT, das ist der Governance Token. Da gibt es eine Maximal-Supply von 6 Billionen. Und es gibt einmal den GST, das ist der Utility Token. Das ist quasi der Token, der in-App genutzt wird. Den bekommst du, wenn du läufst,
in Rewards, mit dem levelst du deine Sneaker ab, mit dem machst du dann Mint auch am Ende, also da dann bei beiden die Kombination. Aber finde ich auch ganz solide, dass es Unlimited Supply ist, weil natürlich ist jetzt nicht Ziel und Zweck, dass dieser GST-Token vom Wert groß steigt. Deshalb kann jederzeit Coins hinzugefügt werden oder auch wieder genommen werden, um eben einfach auch ein bisschen, sagen wir mal, mit dem Preis spielen zu können, um den Preis auch konstant halten zu können, weil am Ende der GMT-Token, der hat hier eine Maximal-Supply und wie gesagt, da ist natürlich wieder das klassische Thema wie bei Bitcoin, Angebot-Nachfrage, es gibt ein maximales Angebot, es gibt keine maximale Nachfrage meiner Meinung nach, von daher der Token, der GMT-Token, der kann dann natürlich auch langfristig echt als Coin sehr im Wert wachsen und Wert steigen. Der GST Token wird eher, glaube ich, in dem Turnus, wo wir gerade sind, wahrscheinlich 6 bis 10 Euro irgendwo sich einpendeln und dann wahrscheinlich da auch einigermaßen als die In-App-Währung verwendet werden. Jetzt sehen wir hier nochmal die Tokenomic. Also man hat den In-App-Marketplace, wo man entweder kaufen kann, wie ich es jetzt aktuell schon zweimal gemacht habe. Es kommt die Tage auch noch ein Video, da stelle ich euch quasi dann mal wirklich die App vor. Also mache ich Screen Recording in der App heraus. Was sind meine Sneaker? Was sind die Stats? Wie schauen sie auf? Aber ich will erstmal, dass ihr ganz ehrlich das Spiel versteht, weil ihr dann einfach auch die weiteren Steps besser versteht und besser nachvollziehen könnt. Und zwar könnt ihr in dem In-App-Marketplace Sneaker kaufen, wie ich es jetzt schon gemacht habe, könnt dann Move to Earn quasi verdienen. Habe ich jetzt aktuell schon gemacht, waren jetzt aus 6 Walks, ich glaube ungefähr 75 Euro, also sehr, sehr gut jetzt über einen Tag. Heute Abend geht es nochmal laufen und zwar jetzt mit einem schnelleren. Ich habe mir erst nämlich einen Jogger geholt, jetzt hole ich mir als nächstes einen Runner. Ich zeige euch gleich auch noch, was die einzelnen Sneaker sind quasi. Und Rent ist eine weitere, sehen wir gleich im in Timeline von Steppen sehen wir gleich Rent, weil Rent ist eine weitere Möglichkeit. Und zwar, was ist Rent? Ich zum Beispiel habe jetzt 2 Sneaker. Ich kann diese Sneaker als Rent, also quasi Verleihfunktion, auf den Marktplatz geben. Und das ist jetzt wirklich cool, weil da kann jeder mitmachen und da kostet es dann auch wirklich kein Geld mehr, weil, wie gesagt, da muss keiner dann 1400 Euro investieren. Und zwar, ich kann dann meine Sneaker auf diesem Marktplatz quasi verleihen. Und ihr könnt, ohne irgendeinen Cent zu bezahlen, euch die Sneaker ausleihen, lauft quasi eure Energie, also lauft die Energie ab, verdient quasi Coins und bekommt dann am Ende quasi von den Coins 30%. Ich bekomme 70%, wie gesagt, mir gehört der Sneaker, ich habe den Anfangsinvest getätigt, ihr bekommt 30%. Aber ist meiner Meinung nach eine echt coole Möglichkeit, weil selbst wenn es 30% sind, dann kann fast jeder, der ein Handy hat, eine App hat, also diese App hat quasi, täglich seine 10, 20, 30 Euro vielleicht dazu verdienen, nur durchs Laufen. Und das ist echt was mega Smartes. Und das dann eben quasi Move to Earn. Warum sieht man hier, also quasi das Move to Earn ist nur in GST möglich. Warum sieht man hier eben das andere? Weil, genau, hier sieht man es, man kann eben die Sneaker, wie ich schon gesagt habe, gerade aufleveln bis maximal Level 30. Von Level 0 bis Level 29 bekommt man GST in Rewards fürs Laufen ab oder Level 30, es gibt nur Level 30, drüber gibt es nichts, bekommt man dann oder kann man auswählen, ob man GST oder GMT Token als Rewards bekommen will. Hier gibt es noch ein bisschen, sorry, ein bisschen was über die GMT Tokenomics, kann sich auch jeder mal gerne durchlesen. Link findet ihr jeweils auch vom Light Paper und vom White Paper, beide Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr euch auch nochmal Token Burnings anschauen. Open Disruption und jetzt hier nochmal die Roadmap, das Spannende meiner Meinung nach und zwar, genau, im Dezember hat die Beta-Phase quasi gestartet, im Mai wurde jetzt wirklich hier die Rollout-Phase, man merkt, das ist richtig populär auf einmal geworden, es ist in aller Munde, es ist wirklich ein richtiger Hype um dieses Spiel Steppen entstanden. Jetzt im dritten Quartal 2022 kommt ein nächster Ding, und zwar wird NFT, der NFT-Marktplatz wird Spin-Off, weiß nicht, wahrscheinlich wird er irgendwie abgetrennt von der App, ich bin mal gespannt, wie sich's entwickelt, aber wird auch seine positiven Vorzüge haben, ist am Ende, wie gesagt, auch ein Community-Projekt, was mir sehr, sehr gut gefällt, weil am Ende entscheidet auch die Community, in welche Richtung dieses ganze Spiel geht. Und im letzten Quartal 2022 kommt dann endlich das lang erwartete Rental-System und da bin ich wie gesagt richtig gespannt, weil das wird dann echt auch cool für alle Leute, die jetzt nicht 1400 Euro investieren wollen,
Sondern die einfach sagen, hey, ich laufe jeden Tag meine Meter, ich will was dazu verdienen, was kann ich machen? Optimal, du leihst dir den Sneaker, du kriegst zwar nur 30%, aber dafür, dass du auch keinen Cent invest hast, ein sehr, sehr guter Deal meiner Meinung nach. Und auch Leute wie mich, die jetzt Sneaker besitzen, auch ein smarter Deal, weil zum Beispiel, ich bin mal krank, ich bin im Urlaub, ich kann aus irgendwelchen Gründen nicht laufen, ich vermiete das Teil auf dem Marktplatz, meine Sneaker, und bekomme trotzdem 70% der Rewards. Finde ich sehr, sehr cool. Genau, das war jetzt quasi hier das Light Paper und jetzt gehen wir hier ins White Paper und zwar ist das jetzt hier das etwas technischere. Ihr seht schon weniger Bilder, leider nur irgendwie Texte, aber ja, das ist meistens bei den ganzen Krypto-Projekten eben der, was, wie soll man sagen, der Businessplan, würde ich sagen, dass das White Paper eines Krypto-Projektes ist der Businessplan eines Startups wahrscheinlich, in die Richtung würde ich sagen geht's, wo eben wirklich alles komplett Step-by-Step niedergeschrieben ist. Ich gehe jetzt auch nicht im Detail auf alles ein, weil dann einfach auch wieder der Rahmen des Videos gesprengt werden würde, aber wir gehen jetzt ganz basic einfach mal die wichtigsten Steppe durch. Genau, Overview, was ist es, habe ich schon gesagt, muss ich nicht viel sagen. Wir gehen jetzt nochmal auf Getting Started, wie läuft es aktuell gerade ab? Und zwar, ladet euch die App runter, meldet euch an und jetzt, ich habe mal zwei Screenshots gezogen, wie es denn aktuell ausschaut. Weil es gibt ja immer einen Activation Code, den ihr quasi braucht, den auch viele suchen, der regelmäßig im Steppen Discord gepostet wird oder da werden regelmäßig Codes gepostet. Ich werde auch meine Codes, weil die Leute, die laufen, können auch ab einer gewissen Zeit, ich glaube 10 Energie war es, wenn mich nicht alles täuscht, auch quasi Codes generieren und diese dann an die Community austeilen. Werde ich natürlich auch regelmäßig meine Codes in der Story teilen für euch und dann die ersten werden quasi dann die Glücklichen sein, die dann auch den Zugang haben. Und zwar läuft so ab, ihr ladet euch die App runter, ihr gebt eure E-Mail-Adresse ein, dann klickt ihr auf Send Code, dann kriegt ihr quasi einen Code an eure E-Mail-Adresse gesendet. Das ist jetzt noch nicht dieser Verification Code, dieser Activation Code, genau, das ist der E-Mail Verification Code. Dann klickt ihr auf Login und dann kommt ihr auf die weitere Seite und dann steht jetzt hier eben Activation Code. Und diesen Activation Code, wie gesagt, bekommt ihr entweder auf dem Discord von Steppen, bekommt ihr bei manch anderen Finanzkanälen, die quasi auch Steppen machen und ihre Codes verteilen, aber ich werde auch meine Codes regelmäßig in der Bio, in der Story teilen, aber auch ihr, wenn ihr jetzt Codes übrig habt, schickt sie mir gerne, ich werde sie gerne an die Community verteilen, es wird sich immer jemand freuen, der dann quasi Zugriff hat und am Ende profitieren wir ja alle davon, weil je mehr Leute dieses Spiel spielen, desto nachhaltiger, desto langfristiger und wird das ganze Thema. Genau, und dann quasi createt ihr eine Wallet als Step, wenn ihr dann den Activation Code eingegeben habt, transferiert Solana in die App und kauft euren Sneaker oder, genau, gut, wenn ihr ihn leiht, müsst ihr jetzt gar kein Geld ausgeben, kauft euren Sneaker. Jetzt gehen wir in die Gamify Elements und zwar Game Mode, wie gesagt, muss ich jetzt nicht allzu viel sagen. Es ist GPS-Tracking, also ihr könnt quasi jetzt nicht, es klappt nicht, wenn ihr irgendwie im Fitnesscenter auf dem Laufband läuft, es geht nicht, wenn ihr im Kreis lauft, also ihr müsst wirklich eine gewisse Strecke zurücklegen, weil es einfach GPS-getrackt ist, verdient dadurch dann eben quasi GST oder GMT. Es gibt auch in Zukunft, ich glaube, gibt es noch nicht, dass es Mystery Boxen gibt, dass man dann quasi beim Laufen Mystery Boxen gewinnen kann. Und hier auch Under Development, sehr cooles Thema meiner Meinung nach, der Marathon-Mode. Es wird quasi ein wöchentlicher und ein monatlicher Marathon geplant, wo quasi die Community teilnehmen kann. Kann man dann wahrscheinlich auch irgendwie Coins gewinnen und so, aber ist, finde ich, sehr, sehr cool, sehr, sehr smart. Heute sitzt mir wirklich irgendwie der Kloß im Hals, aber jetzt klappt's, glaube ich. Genau, Background Mode ist auch noch hier, Under Development, also überall, ihr seht es hier, das ist auch ein White Paper, also ein White Paper ist nicht im, steht glaube ich hier auch auf der ersten Seite, genau, Steppen is currently under public Beta Phase, so contents in the White Paper could be changed in the future. Also wie gesagt, das White Paper ist auch noch nicht in Stein gemeißelt, ihr seht hier in vielen Sachen auch noch Under Development, coming soon, also quasi auch ein Leaderboard, was ganz cool ist, wo man dann sieht, wer war der Beste im Marathon, wo es dann wahrscheinlich auch wieder wöchentliche Turniere gibt, vielleicht so Sorare-mäßig, wo man dann Sneaker oder weitere GST gewinnen kann. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil, teilen und zwar der Sneaker. Beim Sneaker gibt es 4 Attribute und zwar gibt es einmal die Effizienz, den Luck, Komfort und Resilienz. Ich zeige euch jetzt auch mal kurz ein Beispiel.
Steppen Sneaker. Ich hoffe, dass ich jetzt mal hier. Das ist wieder Yahoo. Ich hasse diese Voreinstellungen. Müssen auch mal geändert werden. So, jetzt. Genau, Steppen Sneaker. Dass man jetzt mal hier vielleicht irgendeinen Sneaker. Das, ja, perfekt. Hier sieht man es. Genau, und zwar, es gibt einmal Effizienz, es gibt Luck, also Glück, Komfort und Resilienz. Aktuell, wenn wir jetzt hier ins White Paper mal reinschauen, ist, wie gesagt, Komfort ist under development und Mystery Box is coming soon. Also aktuell geht es wirklich nur um Effizienz und Resilienz. Ich mache, wie gesagt, auch die Tage noch ein Video, wo ich euch sage, worauf solltet ihr achten, was ist wichtig, weil eben, kann ich auch jetzt hier schon vorwegnehmen, ihr solltet darauf achten, dass ihr Effizienz und Resilienz beides zusammen addiert über 20 habt. Gut, hier ist jetzt ein Beispiel, das ist ein zu krasser Sneaker, ein Epic Sneaker. Gut, ihr müsst auf jeden Fall Effizienz und Resilienz über 10 und insgesamt alle vier zusammen mindestens 20. Wie gesagt, was sind die unterschiedlichen Sachen? Einmal Effizienz, da geht es darum, je höher, je effizienter der Schuh ist, desto mehr GST könnt ihr verdienen. Genau, the better, also mehr GST verdient ihr pro Energie, die ihr spendet oder halt lauft quasi eher. Abarbeitet, würde ich es jetzt mal nennen. Und Resilienz, Durability, Repair, da geht es darum, je höher eure Resilienz ist, desto besser oder desto haltbarer ist euer Sneaker, weil, kommen wir hier zum nächsten Punkt, wenn euer Sneaker nämlich unter 50%, hier sehen wir es, dieser hat jetzt 80 von 100 Durability, würde ich es jetzt mal nennen, oder halt quasi, Er wurde zu 20% abgenutzt. Genau, wenn er zu 50% abgenutzt ist, dann droppt die, also dann sinkt die Effizienz auf nur noch 90%, und wenn er sogar nur noch bei 20 von 100 ist, dann fällt die Effizienz sogar auf 10%, weshalb eben da auch sinnvoll ist, dass die Resilienz, also besser ist, weil ihr dadurch, oder höher ist, weil ihr dadurch einfach euren Sneaker haltbarer macht. Und genau, da müsst ihr natürlich auch regelmäßig eure Sneaker dann quasi reparieren. Kann man hier unten, gibt es Repair, Level Up ist, man levelt up, Repair ist, man repariert den Sneaker, Mint, man würde quasi mit einem zweiten Sneaker einen dritten minten, und Sell. Und genau, hat jetzt hier quasi die unterschiedlichen Sneaker-Types, Walker, Jogger, Runner, Trainer. Unterschied ist da, wie schnell ihr laufen müsst, quasi, dass ihr Punkte bekommt bei eurem Walk. Wenn ihr nämlich über oder unter dem optimalen Speed seid, sieht man jetzt hier gar nicht, unter dem optimalen Speed seid, dann bekommt ihr keine Coins. Deshalb da auf jeden Fall drauf achten. Ich habe jetzt einen Jogger und einen Runner. Es gibt natürlich unterschiedliche Seltenheiten. Ich habe zweimal Common, weil es einfach die günstigsten sind. Uncommon, Rare, Epic, Legendary gibt es noch, wo ihr natürlich von Grund auf schon mal bessere Attribute habt und natürlich auch am Ende dann mehr verdienen könnt. Ich habe es euch schon gesagt, man kann upleveln, quasi bis zu Level 30 kann man die Sneaker upleveln. Dann bekommt man bei jedem Level Up, also abhängig von der Qualität der Sneaker, bei den Common waren es jetzt immer 4 Attribute quasi, also 4 Punkte, die man hinzufügen kann. Also ich habe dann meistens auf Effizienz, also ich war, glaube ich, immer ein Resilienz und dreimal auf Effizienz. Ihr könnt auch gerne mal Steppen Guide anschauen, da könnt ihr euch das berechnen, aber da gehe ich nochmal in den nächsten Videos im Detail drauf, weil es auch ein sehr cooles Seite ist. Habt dann hier, wie gesagt, unterschiedliche Meilensteine, die ihr erreichen könnt. Gems und Sockets, muss ich sagen, habe ich mich noch nicht so reingefuchst. Ist, glaube ich, aber auch, ich weiß noch nicht, ob es das schon so richtig gibt. Wird aber alles auch Step by Step kommen. Also ihr werdet aus jedem Video euer Wissen rausziehen. Aber ich gehe jetzt hier erstmal auf die wichtigsten ein, meiner Meinung nach. Genau, einer wäre definitiv das Schuhminting. Und zwar das Schuhminting, wie schon gesagt, ihr könnt, wenn ihr zwei Sneaker habt, könnt ihr diese zusammen minten und bekommt einen dritten Sneaker. Und zwar mintet ihr habt natürlich Kosten. Diese sind 50-50 aufgeteilt. 50% in GST, 50% in GMT. Je seltener der Sneaker, desto teurer natürlich auch der Mint. Aber je seltener der Sneaker,
desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr seltenere Sneaker bekommt. Wenn man jetzt hier zum Beispiel, ich werde dann einen Common-Common-Mix durchführen, dann bekomme ich definitiv zu 100% eine Common-Shoebox. Und wenn man jetzt hier mal in der Shoebox-Qualität nachschaut, ist, wenn man eine Common-Shoebox hat, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Common-Sneaker habe, bei 97% und dass ich einen Uncommon-Sneaker habe, bei 3%. Ist natürlich meine große Hoffnung, dass ich einen Uncommon-Sneaker habe, weil die aktuell ja dreimal so viel wert sind wie ein Common. Also es wäre wirklich ein sehr, sehr guter Mint. Aber wie gesagt, eher unwahrscheinlich. Aber ihr könnt euch gerne auch mal diese ganzen Tabellen im Detail anschauen. Da könnt ihr viel rauslesen. Sehr, sehr cool auch mit Wahrscheinlichkeit. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einem Mint mit dem Sneaker und mit dem Sneaker diesen Sneaker bekomme? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dieser Art von Schuh, also Jogger und Jogger, einen Walker oder einen Runner zum Beispiel bekomme? Und genau, dann geht es hier natürlich auch noch ein bisschen darum, wie kombiniert man Effizienz-Socket. Das ist aber auch so ein Thema, da bin ich auch noch nicht ganz hinten dran. Das sind hier diese Sockets, diese Locked-Dinger, die kriegt man auch, glaube ich, ab gewissen Level-Ups, 15, 15, 20, irgendwie sowas war es, glaube ich. Aber da mache ich mich auch noch mal schlau auf jeden Fall. Genau, Earnings, wie schon gesagt, man läuft, man muss, also man hat eben quasi täglich eine Energie, die man eben abläuft. Gehen wir jetzt nochmal hier rein. Man hat eben, je nachdem, wie viel Sneaker man besitzt, unterschiedlich viel Energie. Ich habe aktuell zwei Sneaker, also habe ich aktuell zwei Energie. Wenn ich einen dritten Sneaker dann hätte, hätte ich vier Energie. Und man kann natürlich, je nachdem, ihr seht hier, wie viel Sneaker ihr am Ende habt, umso mehr Energie habt ihr und umso mehr könnt ihr dann am Tag natürlich laufen auch, diese Energie verbrennen und dann GST-Coins quasi kassieren. Ihr bekommt hier auch noch gewisse Bonus. Energie, wenn ihr quasi einen Uncommon, einen Rare, einen Epic oder einen Legendary Sneaker habt. Ich habe keine davon, deshalb habe ich aktuell auch keinen Bonus quasi. Und genau, was auch noch sagen muss, die Energie lädt sich quasi, also 25% eurer Gesamtenergie. Also wenn man jetzt drei Sneaker hätte, wäre es eben vier. Also dann bekommt ihr quasi alle 6 Stunden 25% eurer Energie zurück, also aufgeladen, damit ihr dann quasi immer in 24 Stunden eure gesamte Energie einmal aufgeladen habt und auch verlaufen könnt quasi. Dann gibt es hier noch ein paar weitere Themen. Was war hier? Anti-Cheating, genau, natürlich mit GPS-Tracking. Und sie haben auch Zugriff auf Sensor- und Health-Data, dass man eben quasi in diesem Spiel nicht verarschen kann. Finde ich sehr, sehr cool. Sollen sie weiter so machen. Tax- und Fee-System, wenn das jemand interessiert. Ich habe vorher im Light Paper gesagt schon, wie verdienen sie ihr Geld. Hier sieht man nochmal, wie Steppen am Ende jetzt prozentual Geld verdient. Also beim Rental sind es quasi 8%, bei Minting wären es 6%, bei Marktplatz Royalty Fee, Trading Fee sind 6% zusammen. Genau, deshalb, das ist jetzt der Punkt. Was haben wir hier noch? Genau, man kann maximal 256 Sneaker besitzen, aber das sind eh, glaube ich, Summen, da werden die wenigsten mitspielen können. Genau. Genau, Activation Code System, wie schon gesagt, alle 10 Energie bekomme ich quasi einen Aktivierungscode. Ich werde regelmäßig meine Aktivierungscodes in der Story teilen auf Instagram, damit ihr da auch auf jeden Fall Step by Step alle Teil von diesem geilen Move-to-Earn-Game werden könnt. Genau, und hier noch GST und GMT, eben die zwei Token. Einmal GMT als der Governance-Token, wo man quasi dann auch bei Abstimmungen allem teilnehmen kann, ist wie gesagt capped auf maximal 6 Milliarden in dem Fall jetzt. Und GST-Token quasi dann der In-App-Token, den man quasi verdient und den man quasi auch nutzt, um aufzuleveln und alles. Genau. Schreibt mir gerne mal, ich glaube, das wäre es soweit gewesen. Genau, ihr könnt gerne, wie gesagt, ich schicke beide Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne auch mal Kommentar da, wie findet ihr das Spiel? Jetzt sollte es noch mal ein bisschen klarer geworden sein für euch alle, glaube ich. Spätestens, wenn ich dann mit dem zweiten oder mit dem nächsten, übernächsten Video über Steppen quasi dann auch richtig dann euch die Praxis nahe bringen möchte, dann sollte es jedem klar werden, was Steppen ist, wie viel Potenzial aktuell da ist und wie cool das Spiel ist, oder das Move-to-Earn-Game, also quasi die zweite Generation der Play-to-Earn-Games. Lasst mir bitte gerne auch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Würde mich natürlich auch freuen über jedes Abo, damit ihr keine Videos von mir verpasst.
Dazu müsst ihr auch bitte die Glocke klicken, dann kriegt ihr die News, wenn immer neue Videos kommen oder so von mir. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, Reaktion da lasst oder Interaktion da lasst. Bitte mal ein bisschen in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, weil das Thema ist sehr, sehr neu. Es ist sehr, sehr nachgefragt bei euch, wie ich es in den Umfragen entnehmen kann auf Instagram. Und genau, lasst mir gerne mal einen Kommentar da, ein Like da und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao, ciao.